Hallo und herzlich willkommen hier auf Melody. Ich möchte in diesem Video mal die komplexen Zahlen etwas veranschaulichen. Nun, wie können wir das machen? Die Veranschaulichung von anderen Zahlen kennt ihr den Zahlenstrahl. Nun, der Zahlenstrahl ist nichts anderes. Das können wir hier auch machen. Dann stehen also hier die Zahlen nacheinander drauf. Ihr kennt es ja. Und dann halt noch eins, zwei, drei. Und zwischen sind ein halb oder so ein Spaß. Nun, auf einem Zahlenstrahl können wir imaginäre Zahlen nicht hinschreiben. Ihr wisst ja, eine imaginäre Zahl, haben wir gesagt, z wäre a plus bi. Also Realteil plus Imaginärteil. Den Realteil a, den können wir hier lässig einzeichnen. Der wäre halt irgendwo, zum Beispiel hier. Aber wie kriege ich jetzt das bi eingezeichnet? Nun, dann gibt es den ganz einfachen Trick. Wir sagen einfach, die zweite Achse hier, das wird der Realteil, da haben wir, da tragen wir i auf, das heißt b mal i wäre einfach b. Und nun, so wie wir das kennen, beim Koordinatensystem, wenn ich einen Punkt eintrage, kann ich a plus bi einfach so konstruieren, indem ich a auf der reellen Achse einzeichne und b auf der imaginären Achse. Und dann habe ich einen Punkt, wenn ich den parallel zu den Achsen alles verbinde, der Punkt hier wäre z. Ihr kennt es von dem Koordinatensystem, ihr würdet da schreiben a, b. Also bei euch wäre das x- und y-Koordinaten, bei uns sind es real- und imaginär-Koordinaten. Und manche Leute schreiben es tatsächlich so eine komplexe Zahl als ab, als dieses Paar a und b. Und man erkennt hier dran, in der Uni sagt man, c ist isomorph zu R2. Das heißt, die komplexen Zahlen sind so wie das Koordinatensystem von der Dimension 2. Nun, was können wir jetzt mit dieser Darstellung machen? Wir wissen, dass z dieser Punkt hier oben ist. Wir könnten zum Beispiel den Abstand von z zum Ursprung ausrechnen. Der Abstand ist immer die kürzeste Verbindung, also in dem Fall die Gerade hier, nennen wir die einfach mal. Er hält die Länge r. Und nun seht ihr, wenn ich das hier noch einzeichne, dann haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir können ganz einfach die Länge hier berechnen. Und zwar nach Pythagoras gilt einfach, r ist nichts anderes als die Wurzel von a² plus b². Was können wir noch machen? Wir geben mal diesen Winkel hier unten einen Namen und nennen ihn Phi, den Winkel Phi. Je nachdem, wo z ist, ist natürlich dieser Winkel anders. Und Phi heißt später bei uns Argument. Was können wir nun über Phi aussagen? Überlegen wir mal, wir wissen zum Beispiel, dass der Sinus von einem Winkel im rechtwinkligen Dreieck, also Sinus Phi, ist die Gegenkathete durch die Prognose. Die Gegenkathete ist im Prinzip das hier. Wie lang ist das? Naja, eben genau b. Das heißt, hier steht nichts anderes als b durch die Prognose. Die Prognose ist einfach r. Das heißt, wenn ich es umschreibe, also mal r, also mit r multipliziere, steht hier nichts anderes als r mal Sinus phi ist gleich b. Wir können b also anders ausdrücken. Nun, dann gucken wir doch mal, was der Kosinus uns noch ergibt. Der Kosinus von Phi an Kathete durch Hypotenuse. A durch R. Ich multipliziere wieder mit R. R mal Kosinus Phi ist A. Wir können also A und B nur mit Hilfe des Arguments Phi, also des Winkels hier, ausdrücken. Das heißt, für uns z ist nichts anderes als r mal Cosinus phi plus r mal Sinus phi mal i. Nun, das r klammere ich einfach komplett aus. Das heißt, ich mache hier die Klammer und dann steht hier noch Sinus phi. Und man macht meistens sogar das i vor das Sinus als i mal Sinus phi. Diese Darstellung hier
von Z hier oben und von hier kann man, es sind gleichberechtigt, sind also bezeichnen genau den gleichen Punkt. Das hier nennt man aber die Polardarstellung von Z. Es gab nun noch einen bedeutenden Mathematiker, Herr Euler, und hat das noch ein bisschen vereinfacht, hat gesagt, das können wir auch schreiben als R mal E hoch I Phi. Er sagt also, das Ganze, was da in Klammer geschrieben ist, Cosinus Phi plus I Sinus Phi, kann ich schreiben als E hoch I Phi. Das ist die Eulersche Identität. Das macht uns das Ganze ein bisschen einfacher. Wenn ich in Polarkoordinaten zum Beispiel mal versuche, zwei Zahlen zu multiplizieren, also sagen wir einfach Z1 mal Z2, da habt ihr aus anderen Videos gesehen, das muss man ziemlich drum herum rechnen, hier steht da nichts anderes als R1 mal E hoch I Phi 1 mal R2 E hoch I Phi 2. Soll also jeweils Z1 und Z2 sein. Nun, was kann ich damit machen? Ich fasse es mal ein bisschen besser zusammen. R1 mal R2 mal E hoch. Da muss ich diese beiden Argumente aufaddieren. Das heißt, hier oben steht I mal Phi 1 plus I mal Phi 2. Ich klammer das I aus. Und dann steht hier Phi 1 plus Phi 2. Ihr seht, das war überhaupt nicht schwer. Und was man jetzt hier auch noch erkennt, ist, wenn ich eine komplexe Zahl mit einer anderen komplexen Zahl multipliziere, dann multiplizieren sich die Beträge der Vektoren, also der komplexen Zahl, also die Länge dieses Abstandes hier, die multiplizieren sich, R1 mal R2, und die Argumente, also diese Winkel, die addieren sich. So, jetzt kann ich das natürlich mit der Eulerschen Identität wieder umschreiben, und dann kommt hier was raus, was wir ein bisschen besser handhaben können, vielleicht meint einer. R1 mal R2, da können wir nichts verändern, aber E hoch I Phi kann ich wieder hier umschreiben, also mal Cosinus von Phi 1 plus Phi 2 plus I mal Sinus von Phi 1 plus Phi 2. Der größte Gewinn dieser Formel, bei dieser Schreibweise, haben wir allerdings bei Z1 durch Z2, bei der Division. Das könnt ihr ganz leicht nachvollziehen. Ich hätte einfach R1 mal E hoch I Phi 1 durch R2 E hoch I Phi 2. Nun, das gleiche Spielchen, das ist einfach R1 durch R2 mal E hoch I Phi 1 minus Phi 2. Und weil ich das auch wieder unbedingt umschreiben möchte in die Schreibweise mit Cosinus und Sinus, dann steht hier nichts anderes als R1 durch R2 Cosinus von Phi 1 minus Phi 2 plus I Sinus Phi 1 minus Phi 2. Auch hier wieder die Beträge der komplexen Zahl werden dividiert und die Argumente subtrahiert. Das heißt, wenn man sich das hier drüben vorstellt, wenn ich zwei Vektoren multipliziere, wenn ich hier eine zweite komplexe Zahl hier hinsetze, dann würde sich das Winkel Phi 1 und das Winkel Phi 2, die würden sich zum Beispiel bei Multiplikation addieren. Das heißt, das Ergebnis hätte den Winkel diesen plus diesen, also irgendwo in dem Bereich. Das wäre also Phi 1 plus Phi 2. Und die Länge dieses Pfeils wäre diese Länge mal diese Länge. Da ich keine Einheiten habe, kann ich es nur andeuten. Nun, schaut auch sonst mal wieder bei uns auf der Homepage vorbei, www.pyrella.de, oder verfolgt uns doch auch gerne mal auf Facebook. Vielen Dank!